fremd. Ich suchte Weisheit im Kelch, doch vergebens. Die Klänge riefen nach mir, und ich erkannte sie. Menschliche Seelen. Doch woher? Woher? Leute, was war denn das für ein Angriff? Sturzflug Kamikaze 2000 oder was? Ui. Ich fühle mich vereist. Aua. Und dann noch. Wurmtor. Hui. Hier geht's schon ein bisschen mehr los. Hallo. Seelenernte. Aha. Das ist schon fast wieder ein bisschen zu laut. Dann machen wir doch gerne ein bisschen die Soundeffekte runter. So. Damit ihr mich noch ein bisschen hört. Ich habe nicht genug Arkankraft. Soll ich ein Schieberegler zum Dings, ist immer blöd, finde ich. Sollte einem schon ein bisschen mehr Tutorial gegeben werden, wie man es am besten anpasst, was vor allem wichtig ist und wie viel es ausmacht oder so. Weil, ja, so steht man als nicht so soundbegabter nur Bahnhof. In der Schlacht nahm ich einen Gefangenen, einen Engel, dessen Licht nahezu verloschen war. Ich habe ihn zu meiner Belustigung in meinen Schlupfwinkel gebracht, doch er überraschte mich. Meine Lelitz schien ihn mit Leben zu erfüllen. Die Lilith gibt's auch noch, okay. Dem Krieg entkommen zu wollen. Vielleicht habe ich jemanden gefunden, den ich gebrauchen kann. Ist das jetzt ein Gegner? Das wäre doch cool, wenn die Lilith da mal kommt. Das ist irgendwie die Schwester oder die Mutter von Andael oder irgendwas so. Vor allem war sie in Diablo 2, war sie in einem so einem Tor, wo man dann einen Höllenfeuerring bekommt. Oh, als Gegner. Die sah aus wie Andariel. Lilith ist mein Gegenstück aus Feuer und Flamme. Als ich noch im endlosen Krieg gefangen war, hätte ich nie derart für eine Dämonin empfinden können. Denn die Strapazen halten uns in dem uns eingeschärften Denkmuster gefangen. Lilith und ich haben Pläne geschmiedet. Wir werden andere auf unsere Seite ziehen. Und zusammen werden wir entkommen. Also ist der auch böse, das ist los. Ah, endlich mal ein Goblin. Wie süß. Gib mir mal ein paar gute Items. Ein Unique bitte, also ein Legendary. Ja, sicher. Okay, immerhin. Die wollte mich einsperren. Aha, unten durch. Okay. Hab verstanden.
Noch ein Schatz. Koppelin. Auch ein gleicher mit den gleichen Essenzen dabei. Und überall sind hier Schriften. Dieser Engel, den ich gefangen nahm, Inarius, liebt mich. Ich spüre, wie sehr er mich begehrt. Ich habe ihm gesagt, dass wir den Weltenstein freisetzen müssen und dann zusammen sein können. Wir werden etwas erschaffen, das sich alle, die im ewigen Konflikt feststecken, niemals vorstellen könnten. Eine neue Welt. Ja, das ist wahrscheinlich Sanctuario dann oder was? Ich begab mich nach Sanctuario, wo die Menschen weilen. Aha, aber nein. Die Seelen. Eine neue Welt wahrscheinlich. Von einem anderen Ort nach mir. Ich durchsuchte die gesamte Schöpfung, stets dem Klang folgend. Und dann verstand ich die Ebenen des Wahnsinns, wo erst der Weltenstein ruhte. Und dann? Okay, hier oben. Geht's weiter. Die Seelen sind in Aufruhr. Ich kenne jetzt die Wahrheit über die Sterblichen. Alle Wege führen in den Tod. Egal, welche Schlachten sie schlagen, welche Triumphe sie erringen, sie sterben. Das ist Weisheit. Ja, ganz klar. Das ist eben keine Weisheit. Oh je. Okay, wir brauchen wieder Platz. Dann gehen wir weiter. Aha. Der Xoren. Easy. Kann man nicht mehr höher stehen. Müssen wir dann aus dem Game raus. Aber das machen wir dann im Adventure-Modus. Wir besiegen noch den Saltteil ohne hohen Schwierigkeitsgrad. So. Lieber ein bisschen durchlaufen. Ist wahrscheinlich nicht mehr so viel Abwechslung. Kein Gegner, der Zalund oder so etwas. So, dann noch mal ein Portal. Hier ist alles kaputt. Maltel hat alles kaputt gemacht. So ein böser Bube. Das ist ein richtig böser Bube. Ha. Okay. Also, komm schon, Finale. Ebene des Wahnsinns 3. Ah, das ist das jetzt, genau. Ja, wahrscheinlich ist jetzt der Endkampf. Dann sage ich kurz noch. Ja, ich finde den fünften Akt ein bisschen zu kurz. Er streckt sich am Ende zwar, aber zu sehr. Es ist nicht mehr viel los gewesen, aber das mit dem Rambock, das war mal richtig geil.
Und auch die Kulissen sind sehr gut. Und ja, ein bisschen mehr Entwicklungszeit hätte Reaper of Souls gut getan. Aber eben, Marketing, Marketing, Marketing. Der Seelenstein ist in Sanctuario. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet die Letzte eurer Art sein. Für einen kurzen Moment. Ja, sicher. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Aha. Er greift uns mit Sturzflügen an. Und hat irgendwie so eine Eiswolke hinter sich. Oh nein, das wird wieder ein Kampf werden, der sehr lange dauert und wir können dem gar nicht ausweichen irgendwie. Dem Tod könnt ihr nichts anhaben. Jetzt sammelt er irgendwie Seelen. Spritzt hier raus. Das Ende ist unvermeidlich. Ich brauche Arkankraft. Er hat uns ja Arkankraft ausgesagt oder so. Eure Welt stirbt. Ihr könnt sie nicht retten. Okay, die Hälfte haben wir schon. Wir müssen aus der Wolke raus. Am besten hier in die Mitte und dann raus schnell. So. Brauche mehr Arkankraft. Und jetzt? Ihr seid erfüllt von der Macht des Todes. Ja. Aber das wird euch nicht retten. Oh, der Seelenstein. Oh mein Gott, jetzt hat er alle Seelen reingezogen. Oh Gott, der spinnt. Jetzt wird er stärker. Am Ende Aua. Müssen sich alle dem Tod beugen. Ja, mach doch noch mehr Schaden. Der Tod verschlingt alles. Kann ich leider nicht tun. Oh, der ist stark gewesen. Nicht schlecht und schon wieder ein Amulett. Oh mein Gott. Ah, müssen wir noch kurz schauen, wie er verreckt, aber... Ja, okay. Was glaubt ihr, geschieht mit euch, wenn ihr sterbt? Ich habe nicht vor, je zu sterben. Was glaubt ihr? Ich glaube, es wird so sein, als ginge ich wieder schlafen. Nur, dass ich diesmal nicht erwachen werde. Okay. Das ist das gleiche Amulett. Oh mein Gott. Hat es wieder so eine, ein Amulett, das immer wieder fällt? Das ist schon besser. Und das nicht. Okay. Oh, die Musik wie in einer Oper. Wo ist der schwarze Seelenstein? Maltael hat ihn sich einverleibt und Diablos Seele in sich aufgenommen.
Dann wurde Diablo durch Maltails Tod entfesselt. Er ist frei. Oje. Das heißt, es gibt noch ein großes Addon oder was? Ich hoffe, Blizzard wird sich noch etwas Gutes einverleiben. Oder wahrscheinlich ist das auch die Ankündigung von Diablo 4. Man weiß es nicht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass der Ankauf, der war richtig gut. Aber auch ein bisschen sehr unfair gegenüber Spieler, die gerade nicht so ausweichen und so. Also ich muss ja recht oft ausweichen. Sonst hätte ich ein paar Mal gestorben. Also der Kampf ist richtig schwer gewesen. Man braucht schon ein wenig Taktik und so. Ich werde ihn dann ein paar Mal noch machen in höheren Schwierigkeitsgraden und so. Mal schauen, wie ich dort dann aus dem Kampf komme. Ja, also es wird sich noch viel zeigen in den höheren Schwierigkeitsgraden, ob das Balancing auch noch stimmt. Weil beim normalen Diablo 3 war das Balancing halt nicht so gut. Eigentlich jetzt auch nicht, also die Items machen schon viel aus und so. Aber ja, also ich denke, Blizzard ist auf einem guten Weg, um es besser zu machen. Hat schon viel gemacht, durch Reap of the Souls kam noch sehr viel Gutes dazu. Und ja, ich freue mich über jeden Teil. Ich werde alles kaufen, egal ob es Schrott ist oder nicht von Diablo. Und ja, also ich bin ein richtiger Fan und ja, bin zuversichtlich da. Und ja, was ist eure Meinung so? Ihr dürft es gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt seht ihr von mir eben Adventure-Modus, Paragon-Leveln, eine Nephalim Rifts machen, Höllenfeuer Ring holen, alles mögliche Items sammeln und noch andere Charakter großziehen. Also es wird noch genug für euch kommen. Und eventuell mache ich das dann später auch per Livestream oder so. Kommt dann drauf an und ja. Also dranbleiben, nicht vergessen und ja. Also jetzt kommt wahrscheinlich das Ending und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bye, tschüss und Dankeschön fürs Schauen und fürs Weiterschauen. Wo ist der schwarze Seelenstein? Maltael. Dann wurde die... Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich die Nephalem in einem neuen Licht. Sie ist eine Heldin, die die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Eine Zauberin, die die Unschuldigen beschützt. Doch sie ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird sie widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder unser Schicksal besiegeln? Aber leider nicht mehr so ein schönes Render-Ending. Aber okay, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Diablo 3 durchgespielt. Im Abenteuermodus warten weitere Herausforderungen und Belohnungen auf Sie. Diablo 3 Reaper of Souls, Game Design, Blizzard Entertainment, Executive Produkte, Frank Pierce und irgendwas, Game Director, Joshua Masquera, bla bla bla. Da könnt ihr noch alles durch. Aber das, wer macht das schon? Okay, da kann man noch irgendwas wählen. Okay, von Diablo 3. Mehr gibt's nicht mehr. Also jetzt können wir hier Abenteuermodus spielen. Aber das zeige ich dann
das nächste Mal. Hier kann man dann immer wählen, Kampagne, Abenteuer. Und hier machen wir auf Profi, damit wir es nicht vergessen. Dann kommt der Meister, dann kommt Qual und dann kommt Torment. Und ja. Wir sind Profi gewesen. Oder waren wir schwer? Nein, wir waren Profi. Und jetzt machen wir Meister. Hä? Sind wir schon Meister? Okay. Dann probieren wir mal Meister dann das nächste Mal. Ich hoffe, ich werde nicht fehlen. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bye. Ui.